Du bist ja ein wahrer Meister auf dem Chocobo. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, denke ich. Wir haben es gerade sehr früh morgens. Habe gestern zuletzt aufgenommen. Und das mit dem Chocobo-Rennen hat mir keine Ruhe gelassen. Also sitze ich hier nach einem Arztbesuch und spiele wieder Final Fantasy VII. Habe es jetzt geschafft. Ich bin sehr glücklich. Und jetzt kann ich erstmal weiterleben. So. Gut. Dann würde ich nochmal reingehen zur Schwester. Ich habe mir nämlich so ein paar Notizen gemacht und naja, es ist jetzt ein Tag her. Meine Erinnerung ist so zu 30% noch vorhanden. Es geht immer leider relativ schnell bei mir, sodass ich jetzt nicht mehr weiß, wo der Eingang hier ist, meine Güte. So. Ich bin so hibbelig, ne? Ich möchte hier auch. Ich möchte halt bei ihm auch die Mission machen. Viele Sachen werde ich rausschneiden. Also ich bin noch ein bisschen mal überlegen. Ich muss noch meinen Weg finden. Crisis Core zum Beispiel waren Leute tatsächlich traurig, dass ich teilweise die Mission, dass ich die halt rausschneiden wollte. Und ich habe dann so extra missionsvoll gemacht, weil ich persönlich fand, oder muss ich hier mal hoch? Ich persönlich fand, das gab eigentlich wirklich was, außer die Mission natürlich die Story mit beinhielten. Und, jetzt mal hier zu ihr. Und ich weiß, also hier kannst du, ich möchte jetzt keine Folge zum Beispiel, in der ich einfach nur rumsuche. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Kann vorkommen, völlig okay, aber das möchte ich jetzt nicht am laufenden Band haben. Deswegen werde ich gleich die Aufdeckung dieser Türme, diese drei auf jeden Fall, das werde ich gleich entweder zusammenschneiden, je nachdem, wann ich beim Turm bin, oder halt komplett rauslassen. Und dann findet sich das irgendwann so, auch anhand mit der mit den Kommentaren so, ne, was ihr wollt, dann findet sich das irgendwie. Hallo. Oh, hallo, Cloud. Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar. Was meinst du, Cloud? Ich würde gerne wissen, was mit den Eltern passiert ist. Also ich frag mal kurz. Sie sind gestorben, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Es soll wohl ein Unfall gewesen sein. Oh nein. Wir waren oft mit der ganzen Familie picknicken. Nach dem Essen hat Mama uns immer Blumenkränze geflochten. Die waren so wunderschön. Okay, Chloe nach Sam fragen. Mein Bruder sagt, Sam sei schuld daran, dass Mama und Papa gestorben sind. Aber er will mir nicht verraten, was genau passiert ist. Bin schon sehr neugierig, aber wir helfen ihr natürlich erstmal. Das würdet ihr für mich tun? Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Oh. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank. Ich sehe schon, wir können das jetzt doch irgendwie nebenbei noch machen. Warte, ich möchte einmal ganz kurz hier hoch. Das ist mir sehr wichtig, weil das hatte ich nämlich gerade übersehen. Vielleicht haben wir ja eine schöne Kiste hier oben. Ah, haben wir tatsächlich. Sehr schön. Eine Mori-Medaille, perfekt. Da ist ja auch noch das Mori-Häuschen, da können wir gleich auch nochmal hin. Okay. Also ich muss auch sagen, gerade die Scheune, ne, die ist, du findest dich zurecht, wenn du das Original gespielt hast, das ist so witzig.
Obwohl die Scheune natürlich hier so viel größer und detaillierter ist, aber du findest dich definitiv zurecht. Und ich fand es sogar im Original, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich fand sogar im Original war sie sogar noch ein bisschen länger. Aber ich kann mich wirklich, wirklich komplett täuschen. Ne? So, das machen wir mal gleich alles. Also, dann schauen wir uns mal den Auftakt mit der Blumenwiese an. Also, hier möchte ich auf jeden Fall gleich noch hin. Guten Tag, hallo. Die Blumenwiese. Oh, warte mal, da kann ich, glaube ich. Da, Blumen von Hügel. Vom Hügel. Zielort auf der Karte anzeigen. Oh. Oh. Okay. Warte mal, bevor wir da hingehen, jetzt bin ich ein bisschen perplex. Bevor wir da hingehen, was haben wir hier? Weltbericht Analyse 1. Aha. Ich möchte als allererstes mal hier hin, okay? Das machen wir mal als allererstes. Jetzt werde ich das doch noch hier reinpacken. Zu ihm möchte ich ja auch noch, aber das können wir machen, wenn wir bei ihr waren. Kämpfe, so normale Kämpfe, würde ich bei ihm nicht hier reinschneiden, ne? Ich weiß ja, ihr wollt natürlich auch alle Story, ich will Story, aber es gibt so viel zu tun hier. So. Dann wollen wir erstmal. Ich hab doch Flashbacks an Zeitrennen hier. Oh. Okay, was war das? Cool, wir können rutschen. Das ist ja nice. So, da sehen wir schon von Weitem. Mal gucken, ob wir jetzt rein können. Oh. Mogri-Häuser erinnern von der Form her an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Fabelwesen? Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mogris leben. Okay. Okay, es ist cool mit dem Schokobo reiten. Die Musik. Okay. Aber was? Herzlich willkommen, Kubo! Es tut mir aber leid, Kubo. Wir haben noch geschlossen, Kubo. Kubo, 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 Kubo. Meine Kinder wollen nicht zurückkommen. So kann ich den Laden nicht öffnen, Kubo. Deswegen hätte ich eine Bitte an dich, Kubo. Bitte sammle die Kinder ein und bring sie allesamt zurück ins Mokri-Haus, Kubo. Wenn du das tust, kann ich auch den Laden endlich wieder öffnen, Kubo. Ja, okay. Ich mach's. Vielen Dank, Kubo! Ich musste halt direkt an Gold Saucer denken, tatsächlich. Ich musste aber gerade kurz, hatte ich gedacht, mein RP-Charakter spielt, ist ein Mogri. Von der Stimme her. Die Mogri-Kinder veranstalten jede Menge Schabernack. Weiche ihnen geschickt aus und bringe sie alle zurück zum Mogri-Haus. Du kannst sie dafür entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie direkt schnappen, nachdem sie in einem Wirbelwind geraten sind. Doch pass auf, falls die Mogri-Kinder dich dreimal erwischen sollten, ist das Spiel vorbei. Okay. So, das ist nur. Nee, mach mal hier da. Geh mal da rein da. Nee. Da. Ey! Das. Ah! Oh mein Gott! Wenn ich im Moment drückst, kannst du die fiesen Streichen der Mogri-Kinder ausweichen. Ich muss gerade an Final Fantasy 14 denken. Und an die. An Ilmec. Also, so spreche ich es mal aus. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so richtig ist. Aber Vorsicht, Bananenschein und Bomben kannst du nicht ausweichen, ist ja unfassbar. Ey, wie kann ich die denn treffen? Achso, Wirbelwind war das, ne? Im Wirbelwind. Oh, shit! Nein, was habt ihr? Ah! Okay, warte, wir müssen das definitiv gleich nochmal machen. Ey, Bananenschein, what? Weg! Nee. Nee. Ab ins Haus jetzt.
Ins Haus! Das ist nicht das Haus! Ich meine, das ist schon das Haus, aber du sollst... Ja, super! Ich bin jetzt einfach hier voll der Vater geworden. Was ist los? So, erstmal in den inneren Kreis. Weg. Weg. So, rein da. Ich glaube, mein Mogri pfeift. Rein da. Nee. Ah! Warte. Komm her. So, nee. Hier wird nicht. Nee, nee, nee. Warte. Ah, chill, chill, deine Nuggets. Nein. Rein da. Rein ins Haus. So. Jetzt ist aber mal gut hier, okay? So, du gehst jetzt auch ins Haus? Nein? Boah. Scheiße. Ah! Ah! Oh, shit. Kannst du bitte ins Haus? Ah! Ah! Komm bitte, ich will nicht nochmal getroffen werden. Dann muss ich das nochmal machen. Jetzt rein da. Rein da! Ey, das ist voll gemein! Oh, scheiße, warte mal. Ich habe eingefangen, okay. Ah! Okay, wer ist noch frech? Da hinten ist noch einer frech. Mogu, du bist also das mit den Bomben die ganze Zeit. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. So, und jetzt ist mal hier rein da. Oh, scheiße. Oh, warte. Kurz warten. Boah. Wie frech. Wie frech. Warte. So, rein da. Oh. Problem. Ich danke dir, Kupo. Jetzt kann ich endlich den Laden öffnen, Kupo. Juhu. In meinem Laden gibt es viele Raritäten und Schätze. Du kannst sie gegen Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Ja, vielen Dank. Du hast es geschafft, alle Mogri-Kinder nach Hause zu bringen, sodass der Mogri-Laden endlich seine Türen öffnen kann. Hier kannst du Mogri-Medaillen gegen allerlei Gegenstände eintauschen. Die Medaillen findest du oft unterwegs in Kisten. Hilf auch anderen Mogri-Händlern, ihre Läden zu öffnen. Oh, so erhöht sich der Distributionsrang, was zu einem größeren Sortiment führt. Ich bin gespannt tatsächlich, was die haben. Ach, Einführung in die Schwertkunst. Okay, damit kriegen wir mehr Waffenpunkte. Sehr geil. Oh, sehr gut. Warte mal, wie viel haben wir? 8. Oh, okay. Warte mal. Materia Ohrring, TP-Bu. Oh, shit. Das ist aber auch nice. Aber ich glaube, ich nehme lieber mal das hier. Okay, sehr gut. Es gibt insgesamt noch 6 weitere Mogri-Häuser, Kupo. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kupo. Je mehr Läden wieder öffnen, umso mehr Waren können wir anbieten. Das können wir aber nur mit deiner Hilfe schaffen, Kupo. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Irgendwann. Hier drüben! So, und ich muss mir gleich eine Sache aufschreiben, dass wir das nämlich hier nicht vergessen, dass wir hier noch das Buch kaufen können. Also wenn wir jetzt noch 2 Stück finden, 2 Talismane. Müssen wir das vielleicht... Ne, das müssen wir nicht nochmal extra kaufen, ne? Das wurde ja gerade schon eingelöst. Okay. So, hier sind die Gegenstände. Das ist so komisch. Ich gehe automatisch immer auf das Erste und gucke so, ob wir da vielleicht... ja, wir dann immer auf meine Gegenstände gehen. Oh, hallo? So, warte. 2 Goldfedern. Eine Medaille des Abbildes des Mogris eingraviert wurde. Sie kann beim Mogri-Händler gegen wertvolle... Okay, das sind die Medaillen. Mhm. Wir müssen auch alle irgendwann mal neu ausrüsten. Moment, da sehe ich noch was. Gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal extra was machen muss. Ich guck gleich mal. So, wir gehen zurück auf die Karte. Wir haben hier noch... Habe ich da noch nichts... Habe ich da noch nicht geguckt? Und speichern muss ich allerdings auch nochmal... Oh, kann ich... Warte mal. Hallo?
Welcher Stufe möchtest du Mokrihasche spielen? Auf, glaub mir, gar keine. Das hat mir erstmal gereicht. Obwohl, ich glaube, haben wir das nicht schon gemacht mit den Schätzen hier? Ist ja ein Tag nicht spielen, ne? Schon wieder alles verloren hier. Ah! Okay, die sind dann ausgegraut, wenn ich sie schon habe. Ein Ätherchen. Äther, mega wertvoll hier. Damals eher so, ja, dann kaufst du dir halt nochmal ein paar Äther und sowas alles. Aber hier finde ich persönlich mega wertvoll. So, ich kann mal versuchen, hier hinzukommen. Ich meine, wir sind ja gerade in der Nähe. Finde ich cool, wie dann alle aufsteigen. Ich liebe das. Ah, da vorne ist er. Was ist das? Er scheint über den Kopf deines Chocobos das Symbol bedeutet, dass das ein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat. Finde mit Hilfe des Geruchssinns des Chocobos. Halte gedrückt, um deinen Chocobo schnüffeln zu lassen und um die Richtung festzulegen. Oh. Okay, dann wird eine Spur sichtbar. Guck mal. Okay, warte. Warte. Hä? Wittern suchen. Ah! Oh, wie cool! Die kann ich auch so aufsammeln. Das ist auch sehr nice. Oh, warte. Moment. Ich steige mal kurz ab. Jetzt am besten runter. Ja, nun, da habe ich, wieso bin ich denn dann hier hoch? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Okay. Krass. Warte kurz. Komme ich da? Hier komme ich runter. Okay. Dann wollen wir mal zurück. Und dann geht da ein Weg runter. Also ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, wie viel du eigentlich schon am Anfang machen kannst und wie weitläufig diese Welt, dieser Abschnitt, dieser kleine, der Weltkarte ist. Und ich weiß doch, viele sind das so gewohnt, ne? Zum Beispiel Witcher. Nehmen wir jetzt mal The Witcher, ne? Und ah, nein, mein Baby! Unterwegs werden immer wieder freundliche Tiere begegnen. Folge den kleinen Helfern, die dir den Weg zeigen. Zum Beispiel sind streunende Chocobo-Küken. Ein sicheres Ziel dafür, dass sich eine Haltestelle in der Nähe befindet. Hefte dich an die Fersen. Ach. Oh, da hinten, guck mal, was du auf dem Doppel habt. Ich kann nicht mehr, das ist so süß. Sterbe. Ja? Hallo? Die hier und ich sehe sie nicht.
Ich bin ein bisschen verwirrt. Ach, da bist du ja. Ich mach das mal weg. Ach so. Ich habe nicht gesehen, wo wir mit Chocobo waren. Okay. Ich finde es auch nice, dass die Map nicht so zugeballert ist mit Gegnern. Ich mag das. Es wirkt alles halt einfach viel, viel realistischer. Nicht so, weiß ich nicht. Es ist sehr schön. Oh. Bitte nochmal. Natürlich, es muss sein, wie auch schon in der Demo. Oh, fein! Was hast du denn auf dem Poppes? Oh, schön. Wie sieht es so bei uns aus? Ich glaube, wir brauchen nicht wirklich viel gerade, oder? Boah. Okay. Speichern nochmal. Ich habe eine Gasse in Calm ausgelassen. Die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ich meine, da ist jetzt nicht die schon schön gemacht, aber wir haben jetzt nichts Bahnbrechendes verpasst, aber die möchte ich natürlich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Sammeln unterwegs noch ein bisschen was auf. Ich laufe den Weg jetzt mal kurz zu Fuß. Wir hätten jetzt auch den Chocobo nehmen können, aber wir laufen mal eben zu Fuß. Da vorne an der Klippe möchte ich auch nochmal hin. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Vielleicht haben wir dann einen schönen Schatz. Diese Details, diese Kleinigkeiten einfach, ne? Diese, oh, was ist denn hier los? Hallo? Da, schon wieder. Diese Kleinigkeiten. Warte kurz, was ist hier? Dann kämpfen wir jetzt erstmal ein bisschen. Waffenpunkte können wir ja erst am Automaten gleich wieder machen. Warte kurz. Okay. Feuer und Eis. Also habe ich wirklich mit einer Materie jetzt beide oder was? Da muss ich gleich noch gucken. Okay. Habe ich ja schon gesagt, dass es sehr viel zu tun gibt. So, das hier finde ich ja sehr interessant. Analyse, Weltbericht. Das sind die Kämpfe, ne? Analyse? Okay, Wachturm an der Küste. Esperkunde, okay. Was haben wir hier? Das ist die Haltestelle. Mhm. Ich muss die Haltestellen wirklich aktivieren, das wird uns so weiterhelfen. So, ich gehe als nächstes mal hier hin. Schnellreise können wir noch nicht machen. Noch nicht.
Wir waren allerdings, ich bin so doof, wir waren gar nicht oben. Das ist ja meistens auch ein bisschen was. Guck mal eben. Ihr wisst genau, was wir jetzt machen, ne? Wunderbar, wir sind ja eh auf dem Weg. Perfekt. Super. Da haben wir zwei Medaillen und können jetzt für Tifa noch die Waffenpunkte holen. Ich bin so doof. Falscher Knopf. Moment. Da liegt der Hase im Pfeffer. Trophäe erhalten, okay. Da liegt der Hase im Pfeffer. Können wir hier nur runter? Ja. So. Wie weit müsste ich jetzt laufen, wenn ich nochmal zu dem Pilz gehen will? Ach, der Pilz ist da oben. Ach du Scheiße. So. Mal kurz. Kurzen Abstecher dahin mal. Da hinten sind wir übrigens mit gar, ne? Ah, schön. Oh. Plötzlich Kampf. Genug, das war's. Ist jetzt Schluss. Ziemlich schwach. Feuer frei. Na dann. Sehr gut. Läuft doch eigentlich ganz gut bei uns. Ja, sehr schön. Es passiert so viel. Ah, ich bin schon wieder. Ich drücke immer den falschen Knopf. Oh Gott. Skill finden wir auch? Hä, wie cool ist das denn? Nice! Hm. Dann kommt was von Blumenwiese. Aber das ist es ja noch nicht. Da vorne müssen wir hin. Fantastico. Es ist einfach Goti, ne? Also, ist einfach so. Sorry. Es ist einfach Goti. Jetzt schon. Viele Leute werden sehr viel Spaß damit haben. Moment, hatte ich. Oh mein Gott. Ja, ich bin ganz doof. Ich bin doof gerade. Ich hab falsch. Ja. Oh nee. Aber egal. Wir waren ja. Wir sind ja eh falsch gelaufen. Lasst mich in Ruhe. Wir reden nicht drüber, okay? So, wir mussten eh hier hin, ha? Okay.
Weg müsste theoretisch noch eine Haltestelle sein bei den Sümpfen Richtung Chocobo Farm dann. Vorne sehen wir schon den Turm. Jetzt haben wir die wilden Chocobos. Sehr schön. Ich finde es halt krass, dass du eigentlich die Sachen schon von relativ weit aus siehst, wie weit du halt auch in dem Spiel gucken kannst. Oh nein, da kriege ich ja wieder hier Vietnam-Flashbacks. Aber jetzt sind wir ein bisschen stärker. Ein bisschen. Oh. Ich hab's überhaupt gar nicht gesehen. Nimm das! Verdammt! Muss mich gleich vorher heilen. Und tschüss! Weiter geht's. Ich bin übrigens keine Blockerin. Ich bin eigentlich eine Ausweicherin, das habe ich jetzt auch gemacht. Aber das ist mir schon den einen oder anderen schon aufgefallen. Ne? Das ist hier. Hm. Gott. Oh, schon wieder. Ich kann nicht im Topf. Hier sind die Gegenstände. Wie kann etwas, das etliche, wirklich, und ich sage es nochmal, etliche Jahre her ist, dafür sorgen, ich meine, der Remake, was da auch oben, I don't know, dass ich immer noch denke, dass hier diese Gegenstände als erstes kommen und ich immer noch da drauf klicke. Das ist so viele Jahre her. Oh ne, ich glaube, ich werde nochmal speichern, ne? Ist mir gerade zu heikel, wirklich. Ich weiß, wir können Synthese machen, wir können so viele Sachen noch machen. Aber wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen und dann let's go. Hallo! Alles geben! Bei den Bosskämpfen macht es sehr viel Sinn. Hier eigentlich auch. Macht es sehr viel Sinn, jetzt hinzugehen. Und mit dem Ausweichen, Blocken, bla bla bla. Aber hier bin ich immer so, obwohl die schon sehr stark waren. Ne? Ja, hier sollten wir es auch machen, auf jeden Fall. Ja, jetzt oder nie. Ja, okay. Ich möchte nochmal Red hervorheben, ja? Ich möchte ihn nochmal hervorheben, wie er da auf dem Chocobo sitzt. Das ist sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. So. Haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. So, wir sollen zu der Blumenwiese. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Und dann wollen wir mal. Das ist ein bisschen was weg, ne? Bushaltestelle wollte ich ja eigentlich auch noch. Da vorne passiert schon ein bisschen auf. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf.
Ansonsten schauen wir einfach mal, das wird sich alles noch finden. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ich da schon hinkomme, ne? Also wir müssen auf jeden Fall den Weg gehen. Wäre es nicht toll, wenn man einfach fliegen könnte? Hust und so. Oh, pass auf. Super. Hallöchen. Ich muss das immer einmal machen, das ist sehr wichtig, ne? Falsche Seite. Oder? Ich muss hier eigentlich hoch. Weißt du, wenn der Erik das spielt, der wird hier die ganze Karte abluten. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Denn da gab es ja einen Weg. Ich erinnere mich an so einen Weg, den wir gegangen sind. Ach, guck mal, da können wir hoch. Das machen wir gleich auch. Entschuldigung, ich habe jetzt erst mitgekriegt, dass es aus meinem Controller kommt. Bei Kampfblitzen handelt es sich um die... Das kennen wir. Okay. Ab hier ist Vorsicht geboten. Ja, da haben sie an die Cosplayer gedacht, ne? Da musst du das noch innerhalb der Zeitvorgabe, stimmt, gewahrt. Sehr gut. Hier ist jetzt Schluss. Mach das mit dem Controller aber aus. Damit wir das im Game hören. Schon sehr cool, aber für das Play natürlich doof. Die alle Raune. Let's go. Das war's dann. Ich bin echt die Fertigkeitenfrau, ne? Leider nicht erreicht, bin jederzeit. Hä?
Ah, das habe ich vergessen. Das hatte ich in der Demo-Zeit vergessen, dass wir ja da auch noch Schocke eingehen. Moment, das hatten wir. Ja, Moment, das hatten wir aber schon mal. Schocke einen Gegner? Das hatten wir doch schon mal. Also die waren ja alle im Schockzustand. Deswegen bin ich gerade wieder ein bisschen so... okay. Verstehe ich jetzt gerade akut nicht, aber werde ich noch in Zukunft verstehen. Übernimm du. Komm schon! Jetzt haben wir es ja geschafft. Super. Nimm das. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Einstellungen. Also ich hoffe, dass ich die dann, also nicht, dass auf einmal der Ton weg ist. Systemeinstellungen. Audio. Standardlautsprecher. Okay, dann haben wir das nämlich auch. Können nochmal speichern. So. Solltet ihr das später dann auch hören? Und hier gehen wir mal hoch. Weiß nämlich auch, wie ich schneller machen kann. Einfach die schneller Taste drücken, also R2. Die schneller Taste. Der Junge hat Arme, ne? Habe ich da oben einen Punkt? Ne, habe ich nicht. Okay, ich dachte schon. Oh, schön mit dem Wasser da. Ja, wie wir einfach jetzt richtig drin sind, ne? Muss man schon sagen. Das läuft alles ganz gut.